Willkommen zu unserem Mittagstalk. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Konsum zwischen Tradition und Moderne, datengetriebene Innovation und neue Geschäftsmodelle gegen Lädeli-Sterben. Ja, ich denke, wir alle haben spätestens in den letzten 1,5 Jahren gelernt, dass wie einfach Online-Shopping geht, mit wie wenigen Klicks unsere Päckchen zu Hause ankommen. Und die Frage ist, was heißt das für unsere Innenstädte? Gibt es in dieser neuen Einkaufswelt überhaupt noch Platz für traditionsreiche Geschäfte? Wir diskutieren das heute Mittag mit André Lüthi, VR von Globetrotter Group und passionierter Reisender. Und deine Vision ist ja weg von Ferien hin zum Reisen, weg vom Konsum hin zum Erlebnis. Und Martin Stucki von Loeb, Chief Digital Officer und dort mit diesem Thema natürlich vor allem verantwortlich, wie bringt man Tradition und Innovation zusammen, das ist dein tägliches Business. Und deswegen vielleicht gerade meine erste Frage an dich, also was ist denn es Lädeli? Wir haben ja im Titel so schön stehen, ja neue Geschäftsmodelle gegen Lädeli sterben, ist Loeb als Warenhaus, ist das das Lädeli? Also wir sind sicher irgendwo ein Lädeli, wir sind vielleicht ein grosses Lädeli, wir haben sicher viel mehr Artikel, die wir anbieten, als vielleicht jetzt ein kleineres Lädeli in der unteren Altstadt. Aber wir haben die genau gleichen Herausforderungen wie so ein kleineres Lädeli auch. Wir sind für unsere Kundinnen und Kunden da, wir brauchen Frequenz, wir bieten haptisch Waren an, wir bieten ein Einkaufserlebnis an. Also wir haben, sagen wir mal, wir sind in der Seele genau ein gleiches Lädeli wie ein kleines Lädeli in der unteren Altstadt jetzt. Mhm. Und André, was ist euer Selbstverständnis? Ihr seid zwar schweizweit unterwegs, aber natürlich habt ihr die Reisebüros. Ja, und das sind sehr viele. Also 4 haben wir jetzt wegen Corona müssen abbauen, leider. Aber das Selbstverständnis ist bei uns eigentlich, es ist im Prinzip auch das Lädeli, aber es ist einfach, was wir spüren, es ist der Mensch, der im Zentrum steht. Und es sind immer noch sehr viele Menschen, die suchen den Menschen, wenn es um eine Reiseberatung geht. Die suchen, dass ich dir erzähle, was ich selber erlebt habe in Botswana und hier und dort einen Geheimtipp habe. Und so die Oasen, die Reiseoasen, wir haben es auch ein bisschen so ausgestaltet, die ganze Geschichte. Das ist trotz, wir kommen ja noch darauf zu reden, trotz der ganzen Digitalisierung unglaublich beliebt einfach noch. Und das ist primär auch der Mensch zu Mensch, der Austausch, die Atmosphäre. Die bringst du einfach nicht online rüber. Das heißt, also, du bringst es gerade schon auf, eigentlich das Erlebnis vor Ort, die Menschen vor Ort, das ist es, was immer noch die Menschen ins Reisebüro bringt. Ja, weißt du, wenn man jemanden mit den Augen schaut, der eine Karte für ihn nimmt, vielleicht sogar noch, sagt, ich bin in Botswana hier und so gefahren, kannst du hier gehen, hier passt du auf, und der andere noch einen Tipp für eine ganz tolle Lodge oder nimm das Auto. Und wenn du das persönlich überbringst, die eigene Erfahrung, und du weißt, was du redest, spüren wir, das ist ein anderer Approach zum Kunden. Also haben wir zum Beispiel jetzt mit wegen Corona auch viele Chats gehabt, oder? Und viele Calls und so. Es ist einfach nicht das Gleiche. Und ich spüre jetzt, was wieder aufgeht, wie die Leute zurückkommen zu den Leuten. Das ist jetzt etwas Wunderbares eigentlich. Und oft halt vielleicht inspiriert digital, das tun wir ja pflegen. Aber schlussendlich näher Mensch zu Mensch. Martin, hast du das Gefühl, dass das auch bei Loeb das entscheidende Element ist, das Erlebnis vor Ort, die Menschen vor Ort, dass ich dort hingehen kann und dieses Warenhaus-Feeling hat? Absolut, ja. Und das haben wir genau gleich gespürt, jetzt, nach den 2 Lockdowns, wie die Leute wieder sich kommen und wie sie sich haben. Ja, einfach auch wahrscheinlich von einem Menschen, von einer anderen Person, wollen Labiraten, wollen die Interaktivität wieder pflegen. Bei uns kommt auch dazu, natürlich, wir bieten das haptische Erlebnis natürlich direkt auf der Ladefläche. Also bei uns kannst du die Sachen ausprobieren, kannst spüren, siehst so, kannst dich inspirieren, kannst es vielleicht schmecken. Und das haben vielen Leuten einfach auch gefällt während dieser Zeit. Und das merkt man gut, dass dort die Nachfrage absolut da ist und dass die genau gleich gross ist wie vorher auch. Das heisst aber nicht, dass wir einfach so weiterfahren wie vorher oder wie vielleicht noch vor 10 Jahren. So einfach ist es nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich das Bedürfnis des Menschen, dass er Sachen physisch erlebt und sieht, das ist ungebrochen da. Vielleicht sogar noch mehr nach diesen beiden Lockdowns, wo wir das eben eine gewisse Zeit lang nicht so hatten, wie wir das vorher kennen. Heißt das, dein Gefühl ist auch für den kleinen Laden eben in der Altstadt, ist das, was auch in Zukunft die Leute dorthin bringen wird? Oder was braucht es, damit ich auch in Zukunft dort einkaufen gehe? Ich glaube absolut. Also
Sobald dass es vielleicht ein transaktionales Geschäft wird, also wo jemand einfach nur eine Transaktion macht, schnell etwas einkaufen, dort muss man, glaube ich, einen anderen Approach suchen. Aber es gibt viele Sachen, die einfach auch heute noch Beratung sehr gefragt ist und wo eine Beratung im Internet zwar stattfinden kann, aber es einfach vor Ort immer noch besser ist. Und das, glaube ich, das ist auch das Erfolgsrezept von kleineren Läden. Dass sie halt einfach auf die einzelnen Personen eingehen können, dass sie persönlich auf die Bedürfnisse eingehen können der Kundinnen und Kunden. Das ist etwas, was wir eigentlich extrem stark machen wollen. Und wir noch sagen, das ist immer noch gut. Das ist ein USP von uns, dass wir unsere Kundinnen und Kunden eigentlich vor Ort wirklich abholen können, dass wir ihnen das beste Produkt, das für sie passt, können anbieten können. Und das ist schon ein Erfolgsrezept von einem kleinen Läden. Mhm. Und dieses Erlebnis vor Ort, diese Menschen, diese persönliche Beratung, André, meinst du, das reicht, um dem Digitalisierungsschub und dem Online entgegenzuwirken? Oder bringt mich das immer noch ins Reisebüro oder klicke ich halt dann mein Airbnb online zusammen? Also der Digitalisierung jetzt in unserem Geschäft ist extrem Online-Booking. Oder? Dem entgegenwirken kann ich ja nicht. Wenn du online deinen Swiss-Flug buchst, ist es ja auch noch günstiger als bei mir. Mhm. Also für mich sind das zwei verschiedene Segmente von Menschen. Und es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Die, die es nur noch online wollen, die wollen das so. Mhm. Und dann gibt es eben den Menschen, der wirklich eben die Beratung will und die auch bereit ist. Das musst du von Anfang an kommunizieren, auch das kleine Lädchen in der Altstadt. Wenn es gut positioniert ist, ist es ja teurer. Mhm. Und kommuniziert aber, ich generiere einen Service, eine Dienstleistung, eine Beratung, die der Kunde einfach schätzt und bereit ist, zu zahlen. Und das spüren wir, dass die Kunden, die noch kommen ins Reisebüro, das sind die, die bewusst mehr zahlen für die Dienstleistung oder für die Beratung. Sie wissen, sie zahlen 300 Franken mehr, als wenn ich bei Kayak oder bei Swiss.com oder bei Booking die Geschichte buche. Jetzt ist ja die grosse Frage, bleibt das so oder nicht? Und etwas Wunderbares, in Anführungszeichen, wir haben 80% Umsatz verloren jetzt zwei Jahre lang, ist gleich jetzt spüren wir, wie viele Leute, die vorher online waren, junge vor allem, jetzt kommen sie plötzlich zu uns. Mhm. Oh, du weißt, ich weiss nicht genau, wie ist es, dann kann ich einreisen, dann brauche ich Impfung, brauche ich einen Test. Oh, wenn ich unterwegs bin, dann muss ich umbuchen, weil ein Land zugeht. Also die ganze Komplexität, die sich mit sich gebracht die Corona-Geschichte, jetzt wenn man wieder verreisen kann, bringt die Leute wieder zurück in die Beratung, also in den Service des Menschen. Und ich glaube, das Restsegment, in Anführungszeichen, von Menschen, die gerne etwas zahlen für eine gute Dienstleistung, für eine Beratung, das wird immer bleiben. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch kleiner werden, was den stationären Handel angeht oder Vertrieb. Mhm. Aber dieser Bereich wird bleiben. Das heisst, in einer komplexeren Welt brauchen wir dann eben doch wieder den Berater, der uns hilft, dort zu navigieren. Ja, oder also es gibt simple Beispiele. Du mal online ein Round the World buchen. Mhm. Du hast jetzt ein halbes Jahr Zeit, du gehst mit deinem Partner rund um die Welt. Und dann bist du in Bangkok und willst umbuchen. Mhm. Die ganze Geschichte. Du bist mit 5 verschiedenen Fluggesellschaften unterwegs. Du bist vielleicht 2 Nächte lang dran. Oder? Und am Schluss kommst du nicht durch in die Helpline von der Fluggesellschaft und so weiter. Und dort haben wir uns noch verändern durch Digitalisierung. 24 Stunden Helpline haben wir, oder? Du kannst dann anrufen, dass du von Bangkok aus, hey, könnten wir das alles ändern? Mhm. Oder mein Mietauto ist nicht parat oder whatever. Mhm. Und das sind dann die Goodies, die wir merken, die Kunden, die das Segment extrem schätzt und auch bereit ist, zu zahlen. Mhm. Ja, André hat schon ganz viel erwähnt, so den persönlichen Kontakt, aber auch, dass dadurch zwar das Restsegment vorhanden bleibt, aber kleiner wird, dass es weniger Reisebüros gibt. Wie sieht es in eurer Welt der Warenhäuser, der Läden aus? Reicht es, innovativ zu sein oder wird es einfach trotzdem ein Nischengeschäft werden? Ich möchte noch etwas aufnehmen, was du gesagt hast, André. Ich glaube, grundsätzlich sind wir Menschen nicht irgendwie, es ist nicht binär. Ich glaube, wir sind alle, gewisse Sachen machen wir online und gewisse Sachen wollen wir nicht online machen. Und das, so der Hybrid-Konsument nennen wir das. Und ich glaube, das merken wir extrem. Also, dass es halt einfach Leute gibt, die ich selber auch, die gewisse Sachen gerne online machen, weil es vielleicht schneller ist, weil es vielleicht praktischer ist, weil man es am Abend kann machen, weil man es am Wochenende machen kann. Und dann gibt es Sachen, die mache ich gerne stationär. Und das merken wir gut. Also, dass einfach Kundinnen und Kunden teilweise gewisse Sachen online machen und gewisse Sachen
gewisse Sachen halt jetzt neu jetzt online machen und gewisse Sachen immer noch herkömmlich machen. Ich glaube, Innovation, das ist sicher wichtig. Es ist ja nicht lart pour lart. Also wir machen ja nicht einfach Innovation der Innovationswille. Das wird uns nichts bringen, das wird auch euch nichts bringen. Ich glaube, es muss schon immer auch irgendwo ein Kundenbedürfnis da sein. Und wie der Kunde etwas will, wenn wir merken, hey, das will er jetzt halt einfach auf einem anderen Kanal. Dann glaube ich, müssen wir auch innovativ sein oder müssen wir ihm das auch ermöglichen. Also wir machen nicht viel im E-Commerce-Bereich oder noch nicht so viel im E-Commerce-Bereich, wo wir direkt Produkte verkaufen. Aber wir bieten zum Beispiel auch Produktberatungen online an, dass du halt nicht musst in den Laden kommen. Vielleicht kannst du nicht, weil du verletzt bist oder weil du nicht raus willst in der jetzigen Situation oder weil du halt einfach nicht vor Ort bist. Solche Sachen, glaube ich, das wird immer mehr nachgefragt. Und das sind aber, glaube ich, nicht in unserem Geschäft immer noch Nischenprodukte, aber es wird immer wichtiger. Und ich glaube, dort dürfen wir der darf der Handel nicht verpassen, sich frühzeitig mit solchen Themen zu kümmern. Nicht, dass wir dann plötzlich irgendwo zu spät sind. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was ich glaube, ja, was der grosse Vorteil ist vom Onlinehandel, ist halt, dass er Informationen hat über einen Kunden, über die Kundin. Und wie bei uns Kundinnen und Kunden in den Laden kommen, dann haben wir zwar vielleicht teilweise kennen wir ihn, weil er jede Woche kommt und die Verkäuferin, der Verkäufer halt die Person kennt und weiss, was die möchte. Aber wir sind gleichwohl in einem Massengeschäft tätig und wir haben die Information nicht. Und jetzt ist die Frage, okay, wie können wir vielleicht unsere Verkäuferinnen, Verkäufer, wie können wir die dazu bringen, wie können wir die unterstützen, vielleicht digital, dass sie mehr wissen über den Konsumenten, der reinkommt. Ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung, die wir haben und wo uns der Onlinehandel weit voraus ist, weil er einfach den Konsumenten kennt, weil er genau weiss, wie der Stocki kommt, der will er das, der muss ihm das geben, damit er eben das Geschäft abwickelt. Oder? Sag nur, André. Ja. Den Vorteil habe ich jetzt eben. Oder? Also wir haben natürlich im Backoffice, CRM und so weiter, Vollgas geben. Also, wenn du bei uns reinläufst, weiss ich, sie hocken gerne am Fenster, meistens im dritten Sitz. Sie fährt lieber Allrad. Sie ist eher aktiv kulturinteressiert als der Erholungsmensch. Diese Daten haben wir alle und können sie natürlich in das Beratungsgespräch einfließen und wissen. Oder? Mhm. Oder auch zum Beispiel die Zeithorizont, die du normalerweise hast, das Budget. Tut sich nie gross verändern. Bei vielen Schweizerinnen und Schweizer, wenn es um Reisen geht, um Ferien. Und dort hilft uns die Digitalisierung natürlich enorm. Oder? Mhm. Das ist irrsinnig. Jetzt, obwohl ihr beide kleinere Player im großen Vergleich seid, seid ihr ja doch im Vergleich zu den kleinen Läden eher die Großen. Was würdest du einem kleinen Laden raten? Wie sehr muss der auf Online einsteigen? Braucht der eine E-Commerce-Lösung? Braucht der eine Datenlösung? Was denkst du, wohin geht da die Reise? Also ich glaube, dass er eine Datenlösung braucht, dass er seine Kundinnen und Kunden muss kennen muss. Das ist klar. Es gibt vielleicht kleine Läden, wo das einfach durch einen persönlichen Kontakt möglich ist, wo du jetzt nicht hunderte von Kunden hast und wo du jeden kennst. Da ist das vielleicht noch so analog relativ einfach möglich. Aber ich glaube, auch ein kleinerer Laden hier in Bern hat ja mehrere hundert Kunden. Und ich glaube, dort muss er irgendwo auch eine Möglichkeit haben, um den Konsumenten zu kennen. Also das ist, glaube ich, wichtig. Ob er eine E-Commerce-Lösung braucht, das ist eine weit diskutierte Frage. Also ich glaube, wir versuchen jetzt im Löb E-Commerce so zu machen, dass wir etwas verdienen, dass wir dort einen gewissen Umsatzanteil machen, aber vor allem, dass wir nicht so ein grosses Risiko eingehen. Das ist natürlich in diesem Bereich extrem herausfordernd, dass man nicht einfach Geld verliert. Und das ist für ein kleines Lädchen sicher genau die gleiche Herausforderung, wie das wir auch haben. Mhm. Wir haben vielleicht noch einen Nachteil, dass wir immer als gross angeschaut werden und dass unsere Kundinnen und Kunden genau die gleiche Erwartungshaltung haben, wie das gegenüber einem Manor, gegenüber einem Globus oder einem Coop City der Fall ist. Und wir sind natürlich deutlich kleiner als sie. Wir müssen aber echt genau die gleichen Bedürfnisse befriedigen. Also dort brauchen wir manchmal schon, sag's mal, innovative kleine Lösungen, die nicht ganz so teuer sind, um halt irgendwo dort auch mitzuhalten. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, so innovative Lösungen. Wie sieht bei euch Innovation aus? Was kommt da auf uns zu? Wie verändert sich das Warenhaus?
Also ich glaube schon, dass also einerseits der Beratungsteil, das Persönliche, das wird immer wichtiger. Und das ist etwas, wo wir versuchen, wirklich umzusetzen. Also wir wollen das persönlichste Warenhaus von der Schweiz sein. Wir wollen auf unsere Kundinnen und Kunden eingehen. Das ist sehr wichtig. Ich denke noch, dass es ist zwar ein bisschen ein Abbruchswort jetzt schon, Erlebnis, aber der Kunde kommt einfach an, die Kundin kommt einfach an, weil sie ein Erlebnis will. Also einfach nur die Ware herstellen und die anbieten, das reicht nicht mehr. Wir versuchen das einerseits mit Gastronomie, das ist ein Konzept, was schon länger gibt und wo auch funktioniert. Also dass man es irgendwo irgendwie kombiniert mit Gastronomie, mit Erlebnis, mit, man kann bei uns auch arbeiten, also wir haben so ein Working Desk, wo man einfach auch arbeiten kann, man kann einen Kaffee trinken, man kann bei uns auf Fernsehen schauen, man kann ein Skirennen schauen, weil Lauberhorn ein Renner ist, kann man die Abfahrt bei uns geniessen. Wie der Federer Tennis spielt, kann man dem zuschauen. Also es gibt immer mehr so Konzepte, wo du halt musst dafür sorgen, dass der Kunde nicht nur noch kommt, sondern dass er auch bleibt. Also dass er wie einen Grund noch mehr hat, als nur etwas einzukaufen. Etwas, was die letzten Jahre wirklich ein Hype ist oder immer noch ist, ist so das Basteln, das Kreative. Das hat Corona auch gefördert, weil man halt einfach Zeit hatte, man war viel mehr daheim. Und man hat zum Beispiel auf das reagiert und so ein Nähkaffee eingerichtet. Du kannst zu uns nähen, du hast eine Nähmaschine zur Verfügung, du musst auch nichts zahlen, du kannst bei uns Stoff und solche Sachen kaufen, Fatten, Knöpfe, das brauchst du, musst aber nicht. Das heisst, du kannst einen Kaffee trinken und irgendwo dein Kleid nähen oder deine Hose kürzen. Und das Gute ist, wenn du es nähen nicht ganz schaffst, hast du dann noch einen professionellen Schneider oder dich unterstützen. Oder? Und das ist so etwas, wo wir merken, das funktioniert gut. Also das, von alle Alterskategorien, wo da Leute kommen und halt das einfach nutzen. Und das, ich glaube, das ist ein Konzept, das funktionieren kann, wo für ein Warenhaus wichtig werden. Es braucht Leben. Die Leute müssen das Gefühl haben, es ist etwas Vitales, es ist etwas, wo lebt, wo du nebst der Ware, wo du kaufst, einfach noch ein weiteres Eindruck kannst überkommen. Ich möchte gerade anknüpfen, jetzt Reisebüros sind ungefähr so wie Warenhäuser, sind seit Jahrzehnten schon totgesagt. Euch gibt es immer noch. Woran liegt es? Was macht ihr richtig? Gibt es bei euch auch bald einen Kaffee? Was ist es, was ihr macht, um weiterhin zu bestehen? Also ich glaube, die Geschichte mit Kaffee, mit Erlebniswelten, die gibt es ja schon ewig. Und das ist sicher ein Teil der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass sich der Kunde als Teil von dieser Family fühlt. Und das kannst du nicht in einem Marketingkonzept niederschreiben. Das kannst du nicht auf einem Reissbrett zeichnen. Aber wenn er reinkommt in diesen Laden, ich finde das Büro übrigens einen ganz komischen Namen, Reisebüro. Das ist Reiseberatung. Aber anyway, dass er spürt, hey, hier innen wird eine Leidenschaft gelebt, die mir entspricht. Hier ist eine Unternehmenskultur, die mir entspricht. Das sind Menschen, die mir entsprechen. Und das kannst du nicht antrainieren. Das kannst du nur aus dem Herz, aus dem Bauch heraus erleben. Klar geht es dann auch in die Kommunikation, wie du dich gegen aussen gehst als Unternehmen. Und so weiter. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und dass so viele noch am Leben sind, beweist ja gerade, dass trotz der Digitalisierung, ich habe es am Anfang gesagt, Menschen den Menschen suchen, wenn es um die schönste Zeit geht im Jahr. Oder? Also jetzt reisen, Büro gehst du lieber als zum Zahnarzt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und der Mut, den wir übrigens auch haben, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa, zu sagen, ich steige gar nicht ein in den Konkurrenzkampf mit Booking, mit Kayak, mit all diesen Fluggesellschaften. Wir haben keine Chance. Oder? Also, dass ich jetzt eine B2C-Plattform aufbaue und 20 Millionen Flugtarife reinspeisen, ich verdiene kein Fünfe Geld, im Gegenteil. Ich kann das mitlaufen bei sein, das sind 4% vom Umsatz. Aber es wird nicht hyperaktiv gepflegt, wie es die Grossen machen. Und eben gerade dort die USP rausstreichen, nein, der Mensch. Das heisst, als kleines Unternehmen, sei es in der Reisebranche oder als Laden, eben nicht unbedingt aufs Digitale zu setzen, weil dort die Grossen eben die Konkurrenz sind. Ich glaube, vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, aber es ist wirklich schade für das Geld, wenn du als kleinere zu viel investierst in Online-Vertrieb, also in das B2C wirklich zu 100% durchgezogen. Dass du als Kleinerer investierst in ein CRM, also das ist, glaube ich, das Geheimnis.
den Kunden kennen, seine Bedürfnisse kennen, wissen, dass er immer noch den Hund mitnehmen will, whatever it is, oder? Dort rein investieren, ja. Und das Zweite, was viele Kleine machen und auf eine gute Art machen, was wir schon lange haben angefangen, Geschichten, die wir selber erleben, die stellen wir online. Also wenn du bei uns auf die Homepage gehst, dann sollst du inspiriert werden. Dann kannst du anklicken, Südamerika, dann kommen 10 von unseren Leuten, die Südamerika kennen, dann können das Land auswählen, dann sind noch einmal 3. Dann sind dort Reisegeschichten drauf, ihre Bilder sind drauf. Und das Digitale brauchen, zum Inspirieren, zum Sehnsucht wecken, das funktioniert. Und das kann ein Kleiner, das ist nicht so teuer, das ist keine grosse Übung, das ist nicht in eine Buchungsmaschine aufsetzen. Dort schon, CRM, Inspiration, klar, die ganzen Backoffice-Systeme und so weiter. Jeder Kleine kann weltweit in jedes Flugzeug hineinschauen mit einem CRS, also mit einem Buchungssystem. Dort sind wir sehr weit. Aber der Prozess des Verkaufs scheint der Mensch doch noch zu zählen. Also eher das Digitale nutzen, um wieder den menschlichen Kontakt besser zu ermöglichen, als zu versuchen, die Online-Riesen zu kontrollieren. Ja, das haben meine Mitarbeiter alles vor 4 Jahren gesagt. Wir müssen die digitale Welt mitnehmen und brauchen, für die Leute in die POS, ins Reisebüro zu bringen. Also, dass du dann sagst, hey, die Claudia muss jetzt mal lernen kennen, die war 8-mal in Bolivien. Und du möchtest nach Bolivien. Da gehe ich mal vorbei. Und dort natürlich, was wir dort auch machen, zum Beispiel 80% unserer Kunden machen online beraten. Also, die lassen sich per Termin beraten. Du kannst online sagen, ja, Zeit am Dienstag, um 4 Uhr, ich will einen Bolivien-Profi. Wenn du um 4 Uhr einläufst, hockt der Bolivien-Profi dort und wartet auf dich. Das ist digital abgemacht. Und das ist, glaube ich, auch eines von den Geschichten. Das ist störend. Das hat viele Kolleginnen und Kollegen gecheckt. Früher bist du ins Reisebüro weiterher. Ja, Marokko, dann haben sie sich umgekehrt, haben den Prospekt genommen, gehen mal nach Hause schauen. Wenn du Prospekt gehabt hast, bist du noch eine halbe Stunde angestanden. Das ist störend. Aber das, was wirklich extrem funktioniert, es gibt immer eine Wertigkeit, wenn du eine Beratung auf Termin abmachst, wie beim Anwalt. Das sind die kleinen Geschichten, wo ganz klein kann leben. Da musst du nicht Globetrotter oder Löb heissen. Du kannst das Zweimal-Büro haben. Ja, Martin, wie denkst du, wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus? Ist es Beratungsbüros, Einkaufsberatungsbüros, Showrooms oder gibt es noch einfach Läden in Zukunft in der Innenstadt? Ja, also das glaube ich schon, das wird es noch geben. Ich denke, es wird mehr so Konzepte geben, die Pop-up-Konzepte, die man jetzt so kennt, die wir hier in Bern noch haben. Ich glaube, solche Sachen wird es mehr geben, dass man Sachen auch ausprobiert, dass man Sachen, nicht herkömmliche Sachen testen, dass es vielleicht auch teilweise kürzere Zeiten gibt, wo etwas angeboten wird. Das glaube ich. Ich glaube grundsätzlich auch, also so wie so eine Stadt wie Bern, das wäre ja extrem schade, wenn wir die ganzen Läden nicht mehr hätten. Oder? Also, ich meine, das ist der Grund, warum man hierher kommt. Natürlich, es gibt auch Restaurants, es gibt auch Museen, aber irgendwo, das ist das, was lebt, das ist das, was lebendig macht. Es gibt den Mix von Alterskategorien, von unserer Demografie. Das ist das, was lebendig macht, und da bin ich schon überzeugt, das wird erhalten bleiben. Und da müssen wir alles dafür tun, dass das eben erhalten bleibt. Ich glaube, der menschliche Austausch, der wird immer da sein. Aber es ist sicher so, dass das Digitale immer wichtiger wird. Also wir haben alle heute ein Handy, wir sind ständig irgendwo in Kontakt mit der Aussenwelt. Wir haben immer neueste Informationen. Wir machen sehr viel neu digital, wir machen sehr viele Sachen über das Handy. Und ich glaube, dort muss man schon realistisch sein. Also es gibt einfach auch Sachen, die nicht mehr die in Zukunft anders werden laufen. Self-Checkout ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Da haben wir uns Konsumenten daran gewöhnt. Und es ist heute kein Problem mehr. Lebensmittel, wenn du 3-4 Sachen kaufst, die du vielleicht eine Woche nicht kaufst, machst, die selber abzukassieren, das ist kein Thema. Das ist auch bei uns kein Thema mehr. Das haben wir umgesetzt bei uns in den Lebensmitteln mit 2 Self-Checkout-Stationen und das funktioniert problemlos. Und ich glaube, solche Sachen, da muss man schon auch als Händler bereit sein, einfach mitzumachen und irgendwo zu sagen, hey, das ist das, was der Konsument will und dort müssen wir so anpassen. Ich glaube, die Innenstadt wird nicht gross anders sein als heute. Also ich glaube, oder ich hoffe es immer nicht.
Ich möchte trotzdem noch mal nachfragen, so ganz kritisch gesehen. Heute schon sind die Innenstädte ja alle ein bisschen generisch und von den großen Ketten dominiert. Und jetzt kommt noch dazu der Onlinehandel und mein Amazon-Päckli, mein Zalando-Päckli ist heute bestellt und morgen da. Wieso sollte es noch die Läden in der Innenstadt geben, die kleinen, die unabhängigen? Ja, aber genau, wie hat das Persönliche dort wirklich richtig gelebt werden. Und ich glaube, weil wir Menschen das Bedürfnis haben, halt auch nicht immer nur Mainstream-Sachen einzukaufen, nicht nur über Zalando oder über Amazon einzukaufen, sondern teilweise halt einfach auch ganz klassisch den Kontakt haben, uns beraten und einfach das vielleicht auch geniessen. Ich glaube, es wird wie beides geben. Und wir werden wie beides, bei gewissen Sachen, werden wir vielleicht den Flug online buchen, weil es einfacher ist, weil wir wissen, wir wollen auf London und es gibt keinen Grund, in ein Reisebüro zu gehen. Dann gibt es andere Sachen, wo wir uns beraten wollen. Genauso wird es bei den Kleidern sein. Wir wissen, okay, wir wollen jetzt eine Levi's Jeans, die kaufen wir jetzt einfach online. Und dann gibt es Sachen, die wollen wir vielleicht im stationären Handel kaufen, weil wir es dort haben. Das ist vielleicht noch der grosse Vorteil im stationären Handel. Du hast es einfach dort. Also du kannst dein Bedürfnis einfach so befriedigen. Mhm. Wenn du jetzt ein paar neue Schuhe willst, dann kannst du sie laden, kannst es kaufen, kannst es anlegen und du hast es. Also das funktioniert halt einfach online noch nicht. Also das hast du halt nur, wenn du es physisch schon hast. Super. Und ich möchte eigentlich schließen mit einer Frage aus unserem Publikum sozusagen, aus unserem digitalen Publikum. André, die kommt perfekt zu dir, eigentlich an der Schnittstelle zwischen Konsum und Reisen. Wie wichtig ist der Wohlfühlfaktor im Stadtraum für eine solide Basis als Laufkundschaft? Müssen wir auch unsere Stadt zum Erlebnis machen, damit wir weiterhin dort einkaufen wollen? Also ich glaube, die Stadt Bern ist die schönste. Ich kenne die ganze Welt, oder ich kenne fast die ganze Welt. Und so eine schöne Einkaufsstadt, wie viel, das weißt du auch, wie viele Kilometer haben wir gedeckt mit Lauben? Die Zahl war mal da. 10 Kilometer haben wir genug. Viel, oder? Also das Erlebnis, das ist die einzige Stadt auf der Welt, wo du nie nass wirst, es regnet, wenn du im Einkaufen bist. Und du kannst 50 verschiedene Läden besuchen auf diesem Walk. Also, ich glaube nicht, dass da die Städte an sich einen grossen Einfluss haben. Ich glaube, man kann nicht alle Verantwortung abdelegieren, jetzt zum Beispiel in dem Fall an die Stadtbauer oder an die Politik, sondern es liegt eben vielleicht auch an Mut oder an Innovation von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, ich habe mein kleines Lädchen, ich positioniere mich klar und vor allem, das glaube ich, hat Zukunft, ich spezialisiere mich. Mhm. Kannst du mal schauen, wie gewisse Käsereien, Metzgereien wieder florieren plötzlich. Mhm. Gemüsehändler, aber macht nur Gemüse, dann nicht noch Wäschepulver. Da gehen sie Aldi holen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir auch als Unternehmerinnen und Unternehmer eine grosse Verantwortung, die Städte mitzugestalten. Mhm. Und auf der anderen Seite halt der Konsument. Wenn er wohl ist in dieser Stadt und er will, dass die Stadt lebt, und das merkt man ja, dann spürt er halt, dass er vielleicht im Lädeli zwischendurch einkaufen geht. Und das, glaube ich, das funktioniert schon. Da sind wir also in Bern nicht schlecht. Was für ein schönes Schlusswort. Und merci André, merci Martin für die Diskussion über Konsum zwischen Tradition und Moderne. Und wir sind gespannt, ob Sie als Zuschauer und Zuschauerinnen die vielen Lauben und Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt nutzen. Und vielleicht auch gerade noch bei unserer Umfrage mitmachen, wo man am liebsten einkauft. Bei uns geht es hier dann gleich weiter mit dem Thema Medienvielfalt, nicht nur Ladenvielfalt, sondern auch Medienvielfalt. Wir sind gespannt.